So, da sind wir wieder zurück bei Wildlife Park 2. Gratulation, afrikanischer Elefant, eins ist trächtig. Wie süß. Der kriegt bald Ich hab die ja nicht rumpimpern sehen. ein Was? Baby. Geh mal zum Zooeingang, du musst mal Werbung machen. Ach ja, du hast mir. Ja, ich war gerade draußen. Ich stand gerade vor. Werbung. Boah, Gott. Ich hab. Anklicken. Ihr? Zooeingang. Den da? Ja. Was? Du bist bei einem Eintrittspreis von 100. Das ist ein bisschen viel, geh mal ein bisschen runter. Super, geh mal auf rückgängig, mein Schatz. Das ist gerade verkauft. Ach so. Wo denn hier? Ja, Preis Preise senken. senken. Ich würde mal auf 90 runtergehen. Das ist eigentlich viel zu teuer. Wow, was war denn das? So, gib mal her, das ist ein Systemdings. Und das ist sehr, sehr nervig. Sound. So, weil das hörst du sonst ständig. Sprache haben wir noch nicht, mache ich erstmal so. Okay. Jedes Mal, wenn hier irgendwas passiert, kriegst du hier eine Meldung. Ach so. Deine Krokodile pflanzen sich gerade fort wie kleine Karnickel. Dein Elefant ist schwanger. Dein Feldhase ist schwanger. Dein Wildkaninchen ist schwanger. Also im Grunde ist ja alles schwanger, was kreucht und fleucht. Ja, die haben ja kein Fernsehen. So. Können wir ändern, wenn du willst. Hier, Marketing. Ja. Das sind alles Marketingstrategien. Such dir ein paar aus. Schalte Marketing, damit du mehr Besucher kriegst und mehr Kohle. Also hier unten siehst du, was für eine Einkommensgruppe das ist. Also wie viel Geld die mitbringen. Und oben, wie teuer das ist pro Monat. Wie kann ich das starten jetzt? Einfach auf Start rechts. Hier. Ja. Aber ich würde dir raten, nicht nur eine Ja, deswegen. Marketingkampagne, sondern Ich schau mal wegen. Kirchenblatt, Plakat, Handzettel, Regionalzeitung, Sport. Geht doch noch schneller. Komme ich gar nicht mehr mit Lesen mit. Ach so, du willst noch lesen? Das ist zum Beispiel die Regionalzeitung. Hier. Hat Ja. auch nicht so viel wie Wirtschaftsmagazin. Was denn nicht so viel? Einkommensgruppe. Mir ist doch egal, wir müssen verschiedene Leute ansprechen. Modeheft sind wahrscheinlich die Jugendlichen. Aber die haben halt eine hohe Reichweite, das heißt, erreicht viele Leute. Hier, warte mal, da. Ja, nimm mal die Sachen mit einer hohen Reichweite. Da weißt du, da das lesen viele und wenn viele die Werbung lesen, weißt du, ich nehme immer fast alle. Weil wir haben über 170.000. Okay, Handzettel bringen ja allgemein nicht viel. Nee. Aber Plakate. Ja, dann nimmst du noch die Zeitung. Was können wir uns noch leisten? Ich würde noch zwei nehmen. Das geht ja nicht Mehr weiter. geht nicht, nein. Kirchenblatt nicht, aber Sportmagazin. Sportmagazin. Ja, guck mal, hat auch eine Riesenreichweite. Ja. Na, mach auf Start. Wow. Du musst dann noch auf Start Ach ja, drücken. stimmt. Wollen wir noch die Popstars nehmen? Na gut. Die Musikzeitung, da kommen dann zwar nur die kleinen Kinder, aber ist doch egal. So, und dann wirst du demnächst merken. Ja, genau, du machst jetzt den Zoo zu. Gute Idee. Wir schalten Werbung für 10.000 oder so im Monat. Und dann machen wir den Zoo zu. So, die Krokodile sind mega unzufrieden. Quatsch die mal an, warum? Es sind zu viele Artgenossen in meiner Nähe und die ist schwanger. So, dann gehen wir hier oben aufs Tiersymbol. Ja. So, dann nach Unzufriedenheit. Okay. Klick mal dann auf eins der unzufriedenen Krokodile. Hier. Genau, und dann gehst du auf Babys verkaufen. Und schon sind alle Jungtiere weg und dein Kontostand. Geh mal Wow. nochmal auf rückgängig, dann siehst du mal, wie der sich erhöht. Na, ich hab's gerade gesehen, wir waren Ja? bei 160. Okay. Ja. Und der Boden ist ihm zu weich. Warte mal, das können wir doch bestimmt ändern. Darf ich mal? Oh, dann mach mal. Was für einen Boden will der denn? 0 bis 30. Hä? Der Boden ist ihm zu weich, hast du Langeweile oder so? 0 bis 30? Ist doch schon 30. Sogar 25. Die komischen Hügel gefallen mir nicht.
Ja. Aber du nimmst jetzt immer mehr die Wasserquelle weg. Hier Augenblick mal. Okay. Oh ja, die fühlt sich ja wieder so auf, okay. Warte mal. Oh, hör mal auf, neben mir rumzuzappeln, ist ja furchtbar. Die kriegen einfach noch eine. Meine Güte, kann auch wohl nicht wahr sein, dass die hier nicht schwimmen können. Ach, deswegen, die müssen hier mal runter. Und der ist überfordert, hier sauber zu machen. Hä, warum? Ach, weil das Tor da hinten ist. Ungünstig. Ist egal, der kommt da lang. Echt? Besser. Okay. Ja, natürlich. Ich habe auch ein Spätzle gegessen. Ah nee, das war ja Snickers. Ich würde gerne hier. Ja, du stehst ja auch vor dem Gehege. Das Plexiglas, da kann man nicht durchlaufen. Oh, er hat lange Haare, cool. Nein. Weiterspielen. Du kannst mit dem mittleren Mausrad dich Ah, okay, drehen. ja, gut. Du kannst auch selber Popo aufheben und verkaufen. Hallo, ihr Kokofant, Edeldile. Ich würde gerne mal so eine Schnauze da haben. Uiuiui, ist ja Also kräftig. dafür, dass das Spiel schon fast 20 Jahre alt ist, ist die Grafik okay. Wenn man nicht direkt in mega nahe Ansicht geht, sondern nur so halbwegs nah. Ja, warte mal. Der Helikopter da. Der ist nicht im Einsatz. Der sieht aber nicht aus wie ein Helikopter. Der sieht aus wie so eine Knautschkartoffel mit Flügeln. Ja. Du kannst übrigens über das Marketingmenü rausfinden nach einiger Zeit, ob die Stände, die du hingestellt hast, Profit bringen oder Verlust. Ja, nicht noch dichter, das sieht sonst nur noch schlimmer aus. Ja, merke ich. Geh mal ein bisschen raus. Ein ganz bisschen Vogelperspektive. In der Größe sehen die eigentlich am besten aus. Ach, Mach mal so. Start. Stimmt, ich habe mich schon Ich bin ein gewundert, ob Elefant. Ich warum bin die ein alle so Elefant. stillstehen. Genau, macht mal. Ah, der Löwe ist auch schon trächtig. Steht oben links. Boah, die Vögel ja wie die Weltmeister. Nein, die Löwen. Ja, Nicht die Vögel. irgendwie muss die ja was abbekommen haben. Da. Also wenn die Löwin jetzt vom Tiger schwanger ist, dann wäre aber geil. Ich glaube, das geht DNA technisch gar nicht. Du, kannst du noch mal zu unserer Fleischfarm gehen und mal gucken, wie viel wir produzieren? Weil so viele Tiere, die fressen bestimmt 100 Kilo im Monat. Die, wa? Ja, da ist Gemüse, aber es ist bestimmt eine Fleischfarm. Die? Nein. Nee, ich muss immer Kennst du suchen. Tuch? Fisch? Wahrscheinlich hier. Yo, Baby. So. Geh mal rauf auf den Klumpen. 100. Ach, wir haben noch 787 hier unten in Vorrat. Mach mal die 100 vielleicht auf 120. Denn das nächste Tier bestimme ich. Ich will einen großen, dicken T-Rex. Okay, dann mach mal hier. Wie, mach mal. Da ist eine freie Fläche. Oh. Wie rum geht eigentlich? Guck mal, das hier ist dein Weg. Siehst du den? Schau, dass man nicht noch mehr. Wie rum? Hast du hier überhaupt ein richtiges Konzept, dass man hier einmal im Kreis läuft oder immer nur so? Ja, hier läuft man einmal im Kreis. Warum ist denn der unzufrieden? Mehr Pflanzen. Das hier sind meine Lieblingspflanzen. Die lasse Die ich hier ganz Gäste gehen schnell dann auf rum. den Nerven. So. Zufrieden. Zoofrieden, genau. Bist du Man ein nennt es Zoofrieden? auch Tierfrieden. So. So reicht es aber auch. Die kosten nicht viel. Und wenn die Besucher dadurch mehr Geld geben. Wegen einzelnen Hampelmann. Nee, die rennen ja da alle lang und haben genau die gleichen Probleme. Die sprechen sich aber auch alle im Kollektiv ab. Ja. Tun sie. Guck mal, der ist jetzt nicht mehr unzufrieden. Und sie? Sie hat Hunger, sie hat Durst.
Warte mal, da können wir nachhelfen. Nein, nicht bei dem Tierzeug. Ey, ich mache schon das gleiche wie du. Hier können sie noch mal was gucken, das bringt Geld. Und spenden. Wir brauchen eure Kohle. Bildet euch nicht ein, dass wir euch lieb haben oder so. Nee, überhaupt nicht. Guck mal, diese Informationsdinger werden auch sehr, sehr gerne benutzt.